So, herzlich willkommen zur Preisverleihung von Coding Da Vinci, Salo Lux. Ich freue mich sehr, Sie und euch alle im Namen des gesamten Organisationsteams von Coding Da Vinci, Salo Lux hier im Garten der ehemaligen französischen Botschaft des Saarlandes, landläufig bezeichnet als Pingussonbau nach seinem französischen Architekten Henri Pingusson, begrüßen zu dürfen. Ich habe hier hinter mir versammelt einige Vertreterinnen und Vertreter des Organisationsteams. Andere sind in der Jury vertreten. Ich nenne sie aber nachher auch alle noch. Einen herzlichen Dank an das Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes, insbesondere an das Team um Uschi Macher, dass wir in diesem schönen Rahmen dieses besondere Projekt abschließen dürfen. Denn dass wir uns hier heute versammeln und so gemeinsam dieses faszinierende Abenteuer in die Welt der offenen Kulturdaten und der Zusammenarbeit zwischen Kulturbegeisterten und Technikverstehern abschließen können, ist für uns alle nach den zurückliegenden Monaten keine Selbstverständlichkeit mehr. Und umso größer ist die Freude. Im Februar 2020 startete Coding Da Vinci Salo Lux mit 3 Veranstaltungen für Kulturschaffende, in deren Rahmen wir für die Idee geworben haben, dass eine Öffnung der eigenen Archive und eine offene und freie Bereitstellung des digitalen Kulturerbes für viele bisher unbekannte Dynamiken freisetzen. 18 Kulturinstitutionen aus dem Saarland, Lothringen und Luxemburg sind dieser Einladung zu einer Entdeckungsreise ins Neuland gefolgt und haben 27 Datensets zur Verfügung gestellt. Frei lizenziert, also verbunden mit der Erlaubnis, sich diese Schätze anzueignen, sie zu verwenden, sie zu verändern und sie zu neuen Nutzungen zu überführen. Für manche war dieses Loslassen verständlicherweise mit etwas Unbehagen verbunden. Aber ich glaube, dass heute alle, die sich auf diesen Kulturhackathon Coding Da Vinci eingelassen und aktiv daran mitgewirkt haben, sagen können, es hat sich gelohnt. Was Coding Da Vinci Salo Lux von Anfang an besonders machte, war der Umstand, dass es sich um den ersten konsequent grenzüberschreitend und zweisprachigen Kulturhackathon handelt. Denn das Format selbst existiert schon seit 2014, damals als bundesweite Veranstaltung in Berlin. Seit 2016 tourt der Hackathon durch wechselnde Regionen. Hier in der Großregion Salo Lux findet schon die 9. Ausgabe von Coding Da Vinci statt und im Herbst geht es in Niedersachsen weiter und danach in Schleswig-Holstein. Coding Da Vinci ist ein Community-Projekt und war auch eine Gemeinschaftsidee, und zwar von der Deutschen Digitalen Bibliothek, dem Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung in Berlin, der Open Knowledge Foundation und Wikimedia Deutschland. Hier heute vertreten durch Stefan Bartholomei. Diese Vision war und ist es immer noch, dass Kulturinstitutionen und Creative Tech Communities gemeinsam Nutzungsmöglichkeiten für das digitale Kulturerbe entwickeln. So soll der Gedanke und der Wert offener Kulturdaten erfahrbar werden. Und zwar für Kulturinstitutionen, die Tech-Communities und die interessierte Öffentlichkeit gleichermaßen. So entstand die Idee von Coding Da Vinci. Und die ist so gut, dass sie seit 2019 von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird. Und an dieser Stelle möchte ich sehr herzlich für die Förderung von Coding Da Vinci Salo Lux durch die Kulturstiftung des Bundes danken. Wie schon erwähnt, ist das Besondere an Coding Da Vinci Salo Lux 2020 zunächst, dass es der erste konsequent grenzüberschreitende Kulturhackathon ist. Das Organisationsteam setzt sich aus Vertretern und Vertreterinnen aus Luxemburg, Lothringen und dem Saarland zusammen. Da ist einmal das BLIDA in Metz, heute vertreten durch Fabrice Jallet. Applaus
Das Centre National d'Audiovisuel in Dudelange in Luxemburg, hier vertreten durch Alessandra Luciano. Die HBK Saar in Saarbrücken in Deutschland, vertreten durch Michael Schmitz, aber auch durch Gabriele Langendorf. Open Saar e.V., ebenfalls in Saarbrücken und hier vertreten durch Andreas Sutor. Wo ist er? Da. Und die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, ebenfalls in Saarbrücken in Deutschland. Hier vertreten durch Dr. Roland Augustin. Es war eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit den Vertretern und Vertreterinnen unterschiedlichster Organisationen. Unsere Kompetenzen und Möglichkeiten haben sich gegenseitig hervorragend ergänzt. Jeder und jede hat das ihre oder das seine beigetragen. Und das war eine wirklich besondere Erfahrung, für die ich euch allen, die hier bei mir steht, im Namen des K8-Teams sehr herzlich danken möchte. Auch die Datengeber kommen, wie schon gesagt, aus der ganzen Großregion Saarlouis-Lux und haben insgesamt 27 Datensets zur Verfügung gestellt, die einen Einblick in den Reichtum des großregionalen Kulturerbes bietet. Und auch wenn Coding Da Vinci Saarlouis-Lux heute zu einem Abschluss kommt, möchten wir schon jetzt alle beteiligten Kulturinstitutionen, aber auch alle, die bisher noch nicht dabei waren, aber Interesse haben, sich an einem weiteren Austausch rund um digitale Kulturerbestrategien und Projekte in diesem Kontext zu beteiligen, einladen zum runden Tisch Digitale Kulturerbestrategien, den K8 in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes im Herbst durchführen wird. Und auf der Ebene der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also derjenigen, die in Teams an der Entwicklung von Projekten gearbeitet haben, erweitert sich der Kreis sogar noch. Denn es haben Kulturschaffende, Kulturvermittler und Kulturvermittlerinnen, Designer und Designerinnen und Entwickler und Entwicklerinnen nicht nur aus der Großregion, sondern aus ganz Deutschland mitgemacht. Und sie stehen heute im Mittelpunkt dieser Abschlussveranstaltung. Denn sie haben in den zurückliegenden 7 Wochen unermüdlich und, das möchte ich an dieser Stelle sehr deutlich betonen, unentgeltlich an der Entwicklung der Projekte, die Sie im Saal des Pangusumbaus bestaunen können, gearbeitet. Das ist etwas wirklich Besonderes und etwas, wie ich finde, sehr Wertvolles, was im Rahmen von Coding Da Vinci stattfindet. Das Zusammenfinden unterschiedlichster Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln und Fähigkeiten, die im Sinne ideeller, freier und offener Zusammenarbeit gemeinsam für eine Sache arbeiten, nämlich an der Valorisierung und Zugänglichmachung unseres Kulturerbes. Durch die Bereitstellung als offene Kulturdaten im Netz wird dieses Kulturerbe zugänglich und nutzbar für jede und jeden, die damit arbeiten möchte und die Anwendungen, die dadurch entstehen. Ein paar davon können Sie und könnt ihr in der Ausstellung sehen. Und diese Anwendungen wiederum erreichen Nutzer und Nutzerinnen, die bisher vielleicht nicht zum Stammpublikum der Datengeberinstitutionen gehören und die erst dadurch Zugang bekommen zu diesem Schatz, der uns allen über alle Landesgrenzen hinweg gehört. Coding Da Vinci Saarlouis-Lux hat letztlich in einer ganz besonderen Zeit stattgefunden. Mitte März wurden in allen europäischen Staaten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie beschlossen. Der Kickoff, also die Eröffnung unseres Hackathons, wiederum war für Mitte Mai geplant. Und so wurde sehr schnell, sehr klar, dass wir unseren Hackathon nicht in der Form durchführen können, wie ursprünglich geplant. Ein Hackathon ist ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem sich Menschen an einem Ort versammeln und so ihre Ideen, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeiten zusammenbringen, um gemeinsam Lösungen oder Lösungsansätze für Herausforderungen hier bei uns Öffnung und Zugänglichmachung des gemeinsamen Kulturerbes zu entwickeln. Ein Hackathon
lebt davon, dass Menschen sich treffen. Nur war in unserem Fall klar, dass bei Coding Da Vinci Salo Lux Begegnung und Zusammenkommen nicht möglich sein würde, zumindest nicht an einem Ort. Denn was wir gemacht haben, war ein dezentrales, digitales Format zu entwickeln. Die Herausforderung bestand vor allem darin, einen geeigneten Rahmen zu schaffen, in dem sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen möglichst ungezwungen begegnen, sich kennenlernen und gemeinsam Ideen, später dann Projekte entwickeln zu können, obwohl sie sich nie in echt begegnen. In zahlreichen Treffen unter Einbeziehung von Partnern und Partnerinnen aus anderen Kontexten, die ihr Wissen und ihre Erfahrung eingebracht haben, haben wir unseren Kickoff adaptiert an die Krisensituation. Und an dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Und dieser Dank gilt Melissa Kujewitsch, Agnès Lotan, Aude Poilrouf, Julia Piezina, Olivier Buchheit, Henrik Elbern, Hannes Käfer, Damian Paderta, Jan Tretschok, Sönke Zehle, ebenso wie den Vertretern der Geschäftsstelle Coding Da Vinci, Philippe Genet und Elias Kyriazis und natürlich den Vertreterinnen und Vertretern des Organisationsteams, Alessandra Luciano, Bernhard Momentan, Olivier Sefir und Michael Schmitz, den Gründerinnen und Gründern von Coding Da Vinci, Anja Müller, Lucy Patterson und Stefan Bartholomei, den Akteuren des internationalen Netzwerkes WeShare, Alicia Trepat-Pont und Manel Heredero, den Übersetzerinnen Martha Kaiser und Marion Thus, ebenso wie allen, die uns bei Testdurchläufen unterstützt haben. Und unser ganz besonderer Dank gilt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die sich mit uns auf diesen ungewöhnlichen Hackathon eingelassen haben. Und wenn ich jetzt die Projekte sehe, die dabei herausgekommen sind, kann ich nur sagen, ja, wir haben es geschafft. Alle gemeinsam einen Weg zu finden, wie man tatsächlich Neues entwickeln kann, ohne sich persönlich zu treffen. Und das ist wirklich großartig. Gleich sollen diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen geehrt werden, denn die Jury hat getagt und wird in Kürze die Preisträger und Preisträgerinnen von Coding Da Vinci Salo Lux bekannt geben. Um kurze Geduld möchte ich aber noch bitten, denn zunächst gebe ich Philippe Genet von der Geschäftsstelle Coding Da Vinci das Wort. Vielen Dank. Hallo, ich leite die Geschäftsstelle von Coding Da Vinci in Frankfurt und als allererstes will ich sagen, wie toll es ist, dass wir uns hier alle persönlich begegnen dürfen und deswegen möchte ich meinen ersten Dank an das Organisationsteam und allen voran Julia und Aude richten, dass sie das möglich gemacht haben. Vielen Dank, ich glaube, das ist... Und dann die Projekte. Die haben mich beeindruckt, weil jedes auf seine Art so gelungen ist. Sie sind interessant, spannend, witzig, nützlich, jedes auf seine Art toll. Und da merkt man einfach, dass ihr euch richtig reingehängt habt, dass ihr auch Spaß gehabt habt, meine ich darin zu erkennen. Und dass ihr viel Zeit investiert habt und aus den tollen Ideen, die beim Kickoff entstanden sind, noch tollere Prototypen entwickelt habt. Vielen Dank dafür. Ihr seid diejenigen, die Coding Da Vinci zu dem machen, was es ist. Ohne euch gäbe es uns gar nicht. Dankeschön. Und jetzt muss ich meinen Zettel auspacken, weil was kommt, da will ich nichts vergessen. Genau, weil in der Haut der Jury möchte ich nicht stecken. Die hat nämlich die Aufgabe zu entscheiden, was hier besser als was ist. Und das möchte ich nicht tun. Aber ganz egal, wer hier jetzt Preise bekommt oder nicht, ihr habt alle die Möglichkeit, euch mit euren Projekten für die Coding Da Vinci Stipendien zu bewerben.
Damit könnt ihr 3 Monate lang an euren Projekten weiterentwickeln und wir unterstützen euch mit 1250 Euro pro Monat und für verschiedenen Workshops, also Workshop-Paketen, die wir individuell für euch zusammenstellen. Bis zu 4 Stipendien stehen zur Verfügung. Ihr könnt euch als Team oder einzeln darauf bewerben und die Bewerbungsfrist läuft ab genau jetzt bis zum 17. August. 6 Wochen könnt ihr euch bewerben. Alle Details stehen in den Ausschreibungsunterlagen, die ich schon verteilt habe und natürlich auch auf kollegendavinci.de. Und noch eins, genau, in den nächsten Tagen schicken euch Julia und oder Ode eine Mail, in der gibt es einen Link zu einer Umfrage und es wäre ganz toll, wenn ihr die beantworten würdet, denn damit helft ihr uns, Coding Da Vinci immer noch ein bisschen besser zu machen. Und jetzt will ich gar nicht mehr lang den Betrieb aufhalten und sage danke für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort an Stefan Bartolmei von den Gründern von Coding Da Vinci. So, das ist die Strafe oder die Hürde, die jetzt noch vor der Verleihung der Preise steht. Noch ein weiteres Grußwort, bitte ertragt es mit Fassung. Ich bin heute zum ersten Mal seit 4 Monaten wieder Bahn gefahren. Am 11. März habe ich das letzte Mal im Zug gesessen, auf dem Weg nach Den Haag zu einer Gremiensitzung in der Königlichen Bibliothek. Und am nächsten Abend wurde die Bibliothek geschlossen wegen Covid-19. Und neben den ganzen schrecklichen Auswirkungen, die diese Pandemie hat, wir dürfen ja nicht vergessen, in den USA und Brasilien zum Beispiel gibt es wieder stark steigende Infektionszahlen. Habe ich aber auch viele positive Entwicklungen wahrgenommen, die uns vielleicht wirklich helfen, die großen Herausforderungen aktuell und auch die kommenden, Stichwort Klimakatastrophe, als Menschheit zu bewältigen. Und ein Beispiel dafür war mich, weil ich komme aus der IT, aus der Softwareentwicklung, die Entwicklung der Contact Tracing App für Corona in Deutschland. Da hat nach intensiv geführten Debatten ist die Politik umgeschwenkt auf das von der Wissenschaft und der technikaffinen Zivilgesellschaft favorisierte dezentrale Modell. Und das ist von der öffentlich Hand geförderten IT-Großvorhaben fast beispiellos, dass so konsequent dann auch eine Entwicklung als Open-Source-Projekt durchgeführt wird. Und im Ergebnis haben wir jetzt eine effektive, sichere und datensparsame App, an dem selbst der Chaos Computer Club, also für die, die ihn nicht kennen, das ist in Deutschland die respektierteste Hackerinnenvereinigung, auch die hatten nichts mehr daran auszusetzen. Und der Schlüssel für diesen Erfolg war Offenheit. Und Offenheit ermöglicht zivilgesellschaftliche Teilhabe. Und mit Teilhabe, Transparenz und Gehörtwerden haben wir das beste Gegengift gegen die schleichende Erosion des Vertrauens in unsere gesellschaftlichen Institutionen, in die Meinung von Expertinnen, in die Medien, die sich ja seit ein paar Jahren durch unsere Gesellschaften frisst. Und genau darum geht es auch letzten Endes bei Coding Da Vinci. Offenheit ist unser zentraler Wert. Und Coding Da Vinci gehört auch allen, die hier mitmachen. Also ab heute seid ihr Teil der Coding Da Vinci Familie und ihr könnt und sollt bitte auch Coding Da Vinci weitergestalten. Es gehört nicht uns, es gehört nicht dem Regionalteam. Wir alle sind Coding Da Vinci. Und mit jeder Iteration von Coding Da Vinci kommen auch immer neue Facetten dazu. Wir haben das schon sehr schön von Julia gehört, was die Herausforderungen in diesem Jahr waren. Wir haben damals auch 2014 angefangen, hauptsächlich um zu beweisen, welches Potenzial, kreative Potenzial in offen lizenzierten Kulturdaten steckt. 2015 haben wir uns dann nochmal beweisen wollen, dass das keine Eintagsfliege war, dass das Format wirklich funktioniert. Und dann ab 2016 gab es dann eben die schon erwähnte Entwicklung in die Regionen, um nachhaltiger zu werden, um die Distanzen zwischen den Kultureinrichtungen und euch, den Kreativen, den Techies, den Kulturbegeisterten zu verkürzen. Und ja, wir waren dann so glücklich, dass wir tatsächlich die Förderung bekommen haben von der Bundeskulturstiftung, die uns dann erlaubt hat, unsere tolle Geschäftsstelle, von der er schon Philipp, wo er jetzt auch immer ist, da hinten, der twittert ganz fleißig wahrscheinlich, wie ich ihn kenne,
einzurichten, das Stipendienprogramm aufzurichten. Und ja, mir hat ganz besonders gefallen, wie das tolle Regionalteam, das fantastische Regionalteam hier um Julia und Oth das gestemmt hat, von jetzt auf gleich umzuswitchen und Coding Da Vinci wieder neu zu erfinden. Und darum geht es auch. Also so soll es sein, hack the Hackathon. Und ich lade euch auch ein, hackt mit den Hackathon. Und jetzt ist auch Schluss. Jetzt habt ihr es durchgestanden. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich habe mich extrem beeindruckt. Ich meine, ich müsste es jetzt ja gewohnt sein. Jedes Mal wieder stehe ich da und denke, boah, ich bin geflasht, darauf wäre ich nicht gekommen. So reife Produkte, die so nützlich sind, die so witzig sind, die so schön sind, die so viel Spaß machen. Und wir hatten es nicht einfach in der Jury, aber wir haben ein Ergebnis erreicht. Und niemand, der jetzt vielleicht keinen Preis kriegt, soll sich bitte irgendwie zurückgesetzt fühlen. Wir werden auch noch Gespräche mit euch einzeln führen. Wir haben bei jedem einzelnen Projekt Ansätze gesehen, wo wir gesagt haben, da kann man so viel draus machen, deswegen lade ich euch auch ein, bewerbt euch auf die Stipendien. Wenn ihr was vorhabt, sprecht mit euren datengebenden Einrichtungen als Partner, sprecht uns an, dass wir irgendwas möglich machen. Ich glaube, das kann der Start von ganz vielen tollen Entwicklungen sein. Und without further ado, übergebe ich jetzt an Oth oder an die oder den ersten Juror, der was vorstellt. Oth, wie geht's weiter? Genau, dann Fabrice. Would you do us the honor to share the decision about the first prize? Bonjour et merci. Hello and thank you. Thank you for inviting me. Thank you for your incredible project. It was very impressive. 9 very nice projects. It was difficult to choose, but it was our role. So the winner for the most technical prize is Attend. Attend. We considered Attend as a very easy to use project, engaging for people, adapt easily for every cultural places and events, for film festivals or exhibitions and so on. It's also it permits to produce a social and souvenir of experience, and we want directly to share with its own community. It's incredible. Thank you. Es ist schade, dass ich nur allein da bin. Also mein tolles Team, das noch im Hintergrund war, Tamay, Olivier und Falco. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Also das ist so cool. Und schade, dass ihr nicht dabei sein könnt, aber die wollte ich eben nochmal hervorheben, dass die eben auch da ganz, ganz viel mitgearbeitet haben. Congratulations. I ask for the rest of the team, Saskia Riddle, Tamer Ziske, Olivier Wagner, Falco, yeah, they are not here, but Falco Crows and Esther Lena. And for the prize, you win a prize, a special prize, a personal visit for your team of the third place Blida in Metz. We could show you the background of our third place. Thank you. Okay, dann kommen wir zum zweiten Preis, und zwar für das Projekt mit dem Most User-Centered Aspekt. Ich mache es ein bisschen spannend, ich fange andersrum an, warum wir das ausgewählt haben, denn wir fanden es total toll, dass das eine Art ist, auch Daten zu vermitteln für Jung und Alt, dass es eine App war, die sehr, sehr einfach nutzbar ist.
Wir fanden total schön, dass man damit moderne Kunstvermittlung machen kann, dass man damit aber auch es schafft, in ganz andere Bereiche zu gehen. Wir fanden sehr, sehr toll an der App den einfachen Zugang. Man hat sehr deutlich, sehr schnell gemerkt, wie man damit umgehen kann. Man hat spielerisch, wurde man motiviert, sich mit den Kunstwerken auseinanderzusetzen. Und was wir sehr besonders fanden, war, dass man erst es ausprobieren durfte und dann selbst das Kunstwerk erst erlebt hat, sodass man auch nochmal selber entscheiden konnte, wie viel Informationen will ich dazu noch haben, wie funktioniert sowas, wie entwickelt man Kunst. Also sagen wir vielen, vielen Dank für einen echt tollen Ansatz der modernen Kunstvermittlung, den wir aber auch in anderen Bereichen der Kunst und Kultur sehen. Deswegen der Preis für das Most User-Centered Projekt geht an Horizonte, die interaktive Kunstvermittlungs-App. Und das sind Katja Rempel, Katharina Grötzinger, Sandra Krämer und Nina Jäger. Und ihr kriegt als Gewinn eine Führung für das Projektteam für die Ausstellung Family of Man in Luxemburg im Schloss Clairvaux. Und wir freuen uns, wenn wir ganz viel mehr noch sehen. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, hallo. Ich habe die Ehre, den Preis für das beste Design zu überreichen. Und ich versuche es auch spannend zu machen. Wir haben das ausgewählt, weil es witzig ist, weil es charmant ist, weil es eine einfache und eine übersichtliche Anwendung ist, die sowohl junge Menschen als auch Erwachsene begeistert und ein spaßiges Erlebnis ist. Es geht darum, dass das Online-Spiel auf eine spielerische und charmante und witzige Weise ein intensives Theatererlebnis und einen Einblick in die Theaterwelt hinter den Kulissen ermöglicht. Ich glaube, jetzt ist es klar, was es ist. Und uns überzeugte als Jury die gestalterische Umsetzung, die sich zusammensetzt aus Bildern, und zwar aus fotografischen, kolorierten Elementen, aus gezeichneten Comic-Elementen, aus filmischen Elementen, aus Textfragmenten. Und die sind so lustig und so spaßig, also es macht richtig Freude, das Spiel anzuwenden. Und ich glaube, es bringt auch so diese Theaterwelt, die immer auch so ein bisschen verrückt ist, richtig gut rüber. Und deshalb erhält der Preis für das Best Design The Community of HTTP 404. Und das sind Laura Lücke, Vargas Ahmad und Jasper Pöls. Herzlichen Glückwunsch. So, noch ein Dank an die Simone Kranz, die mit uns zusammenarbeitet vom Staatstheater. Ich weiß nicht, ob sie da. And I actually will like to thank Hannes and Michael, who are actually like supervising my project. I'm doing as a part of a course at HBKSR. So yeah, I mean, I thought like I will win this as well, but it's okay. Und als Preis gibt es auch eine Führung, und zwar durch eine personalisierte Führung für das Projektteam durch das Gebäude des Langwellencenter Europe One in Berus. Das ist euer Preis.
Aha. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Mir wurde vorhin zugerufen, dass ich den Publikumspreis verkünden darf. Und jetzt hat mir die Jury natürlich die Latte ganz schön hochgehängt. Jetzt muss ich improvisieren. Also, der Publikumspreis zeichnet sich ebenfalls aus durch eine schöne spielerische Komponente, die die Möglichkeit schafft, sich mit einem Kulturerbe auseinanderzusetzen, das, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich auf den ersten Blick relativ spröde ist. Und insofern ist es wirklich erstaunlich und ich kann das Publikum sehr gut verstehen, dass sie davon ebenso begeistert waren wie wir, wie das Team es geschafft hat, dieses eigentlich recht spröde Kulturerbe umzusetzen. Und zwar handelt es sich um das Kartenspiel Gol Pairs. Genau, und das Team besteht aus Ariana und Nils. Wollt ihr kurz was sagen? Danke! Also wir haben übrigens zweimal ausgezählt, weil wir hatten ja einen Zeitraum, den wir angegeben hatten. Den haben wir zuerst ausgezählt und dann haben wir einen Doppelcheck gemacht, ob alle eingegangenen Votings das gleiche Ergebnis liefern. Es hat das gleiche Ergebnis geliefert. Also in jeglicher Hinsicht war das Publikum überzeugt von eurem Projekt. Und damit ihr euch jetzt weiterhin inspirieren könnt von vielleicht etwas weniger sprödem, aber genauso interessantem Kulturerbe, erhaltet ihr eine personalisierte Führung von Roland Augustin. Hier ist er durch die aktuelle Ausstellung des Saarlandmuseums, aber er wird euch auch Einblick geben in so manches, was dem Publikum nicht jederzeit zugänglich ist. Und dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch die Zeit, dass wir anstoßen. Uns ist noch ganz wichtig, allen Teams zu sagen, also letztendlich seid ihr alle unsere Herzensgewinner und Gewinnerinnen. Und wie Stefan schon gesagt hat, ich glaube, die Entscheidung war sehr, sehr schwierig. Also ich hätte sie nicht treffen wollen. Und gut, Corona-bedingt müssen wir den Ausschank als Ausschank gestalten. Aber es gibt, Oth kommt schon mit den ersten Gläsern, es gibt Cremant, Bier, Weißwein und natürlich auch für die, die nichts Alkoholisches möchten, Wasser oder Kaffee. Aber wir freuen uns, wenn ihr noch einen Moment bei uns bleibt und mit uns anstoßt. Ihr könnt die Teams ansprechen und diejenigen, die es nachher möchten, können sich natürlich auch gerne noch die Projekte nochmal anschauen, wenn das nicht schon erfolgt ist. Und das möchte ich noch kurz sagen. Wir danken an dieser Stelle sehr herzlich dem CNA, denn sie haben uns ermöglicht, dass wir hier diesen kleinen Umdruck machen können. Sie haben uns auch das Essen während des Kickoffs gespendiert und auch heute Mittag. Und insofern herzlichen Dank an das CNA für diese ja, sehr köstliche Spende. Was ich mir persönlich noch zu Dokumentationszwecken wünschen würde, dass wir mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also wie machen wir das am besten, Julia? Wir haben ja die schönen Markings, dass wir irgendwie ein Gruppenfoto hinkriegen von uns allen, ohne dass wir alle tot wegen Corona umfallen. Genau, der Vorschlag wäre, dass die Teams am besten sitzen bleiben, das Publikum sich ein bisschen an die Seiten bewegt und die Teams, die eher außen sitzen, nach innen kommen, sodass wir... Das darf dann Henrik jetzt gleich vollziehen, dass wir da einen gemeinsamen Blick auf alle haben, die teilgenommen haben. Bitte auch die Datengeberinnen und Datengeber. Die Jury darf
Ich hätte noch eine kurze Ansage, weil wir haben die ganze Zeit einen Livestream und wir würden uns von den Leuten vom Livestream verabschieden. Schön, dass ihr aus der Ferne beim Livestream dabei wart. Wir hoffen, dass die Preise euch gefallen haben und wünschen noch einen schönen Rest Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Coding da Vinci. Aber es ist